Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Was ist los, Leute? Ihr lasst nach. Normalerweise habt ihr doch unendlich Leben. So, wie komme ich jetzt hier am besten hoch? Am besten rennen wir hier außen rum. Das geht, denke ich, ganz gut, oder? Ja, doch, da kommen wir zum Ziel. Energie niedrig. Ja, jetzt chill mal, ey. Ein bisschen gesprintet. Und da liegen schon wieder Leichen. Also das Spiel ist ziemlich geil, muss ich sagen. Das Einzige, was nervt, ist, dass der Gegner so viel Leben hat. Aber vielleicht ist das auch nur, weil ich so schlecht bin. So. Tür öffnen. Kein Problem. So, die hätten wir auf. Und jetzt geht's hier wahrscheinlich runter mit ohne Fahrstuhl natürlich. Wir hauen den Panzerungsmodus rein. Das kann uns hier nichts passieren. Jo. So. Oh, na super. Okay, Sie sind drin. Scannen Sie den Rumpf. Finde einen Weg ins Wrack. Jo. Ich finde einen Weg. Ich finde immer einen Weg. Und zack. Hier können wir schön mal uns drucken. Das ist jetzt sehr spannend. Aha. Und da oben ist dann Visier öffnen. Wieso das? Also ich habe jetzt ja... gibt doch sonst gar nichts. Wieso soll ich das Visier öffnen? Ich kann nur jetzt das scannen. Mann. Okay, gut. Das ist menschliches Gewebe. Das sind Menschen. Sie wurden eingeschmolzen. Ohne echtes Alien-Gewebe verschwenden wir nur unsere Zeit. Raus da, Mann! Da gehen wir schnell wieder raus. Geht das hier raus oder was? Ja, ich glaube. Geht. Der Typ, dieser Doktor, der hat übrigens, glaube ich, die Stimme von Bill aus Still Standing, falls das irgendeiner kennt. Beziehungsweise falls Bill irgendeiner kennt. Ah, so, jetzt sind wir wirklich draußen. Und jetzt? Was ist denn jetzt los? Zwischensequenz. Da oben ist irgendwas. Boah, das ist schlecht. Ey, was machst du? Alter, was geht jetzt ab? Wow. Was war das denn? Was haben die Aliens da mit uns gemacht? Zack. Dich mach ich kalt. Wo bist du hin? Wow. Alter, gegen die zu kämpfen, die sind zu schnell. Sind ziemlich schnell. Ja, komm her. Ah, okay, bringt das was? Nee, bringt eigentlich nicht wirklich was, glaube ich. Ich würde den ja jetzt anders da aussehen. Komm hier in den. Ich will gerne. Aha. Das wollte ich. Ihn mit der Schrotflinte platt machen, weil das geht ziemlich einfach. Energie niedrig, was geht denn jetzt ab? Alien-Gewebe entdeckt. Interface aktiviert. Okay. Alien-Gewebe absorbiert. Verarbeite. Sammel Nanokatalysatoren von toten Aliens, um Nanosuit-Upgrades freizuschalten. Nanosuit-Konfiguration. Du kannst verfügbare Module austauschen, bist aber auf ein aktives Modul pro Slot beschränkt. Du kannst freigeschaltete Module auch aktivieren und deaktivieren. Okay. Modul kaufen geht nicht, weil wir bisher nur 100 haben. Das können wir kaufen. Panzerverbesserung. Ja, das, denke ich, lohnt sich auch. Ja, Aktivität natürlich ein. Ja. Sonst hätte das Ganze ja gar keinen Sinn. Wir haben ja bisher nur das. Das war's. Jetzt nichts wie raus da, Prophet. Und? Richtung FDR. Okay. Richtung was? Ah, da hinten. Begib dich über den FDR-Drive zu Guls Labor.
Alles klar, der mit seiner komischen Roboterstimme da. Ist da bescheuert, der Kerl. Ah ne, beziehungsweise ist er gar kein Kerl, ist ja der Nanosuit. Ich denke zumindest mal, dass das der Nanosuit ist, oder? Also der Nanosuit gibt uns da ja immer diese Tipps, beziehungsweise. Was? Was? Ihr wollt mich verarschen. Ich habe jetzt wegen dem Sprinten einen Strafzettel erhalten. Hehe, cool. Ah, da steht der Blitzer. Den machen wir mal kaputt. Ah, geht nicht. Schade. Ich will doch keinen Strafzettel erhalten. So, wir nutzen diese Ruhe. Hier geht es scheinbar runter. Wir nutzen diese Ruhe mal dann zum Nachladen. Okay, hier ist nachgeladen. Und hier können wir unsere Munition wiederholen. Zack. Granaten brauchen wir nicht. Aber hier haben wir voll. Alles klar. So, hier ist es ziemlich dunkel. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Gegner aus irgendeiner Ecke. Oder auch nicht. Gut, dann sprinten wir, Kontrollpunkt erreicht, dann kommt jetzt doch ein Gegner. Ja, passt uns auch schon. Schnell, 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 die Shotgun raus und zack! Zack! Und tot ist das Vieh. Und ich würde gerne das Zeug von dem holen. Der hat doch gesagt, ich kann mir irgendwelches Zeug von dem holen. Geht gar nicht. Ah, ich habe die automatisch erhalten. Okay, das geht natürlich auch. So, gerade ein kleiner Cut und weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder gegen die hier kämpfen, die mit ihrem unendlichen Leben da. Und da hinten ist noch einer, aber der guckt gerade nicht auf uns. Das ist ein Vorteil, aber der überlebt natürlich den Headshot, wie immer. So, wo geht's denn hier jetzt hin? Da hoch? Nö. So hoch kann man dann springen. Die Hammervolle. Auf die Dächer! Deckung! Hinter ihnen! Verdammter Mist! So können wir machen. So. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den da hinten. Oh, das sind viele, das ist schlecht. Aber wir haben ja unsere Shotgun. Wo sind die Viecher? Komm her! Ah, jetzt leckt es gerade, wo der kommt. Haben wir ihn getroffen? Ne, jetzt haben wir ihn aber getroffen. Der ist zu schnell, dass wir den treffen können. Nein! Wechsel mal eben die Waffe. Natürlich, jetzt mal. Oh, shit. Okay, das hat mit der Shotgun nicht so geklappt. Dann, nehme ich ganz einfach die andere Waffe gleich. Außer für jetzt. Jetzt sind wir ja direkt bei dem. Zack. So, ja, dann wart mit dem. Gut. Was ist denn los? Kollege. Hallo. Nehmen die Dinger auf. Aha, jetzt hat er uns genommen. Wow, wow, wow. Eben waren die aber noch zur anderen Seite gedingst. Also konzentriert. So, jetzt warte ich hier mal, bis die Aliens kommen. So kann man natürlich auch machen. Oh, Moment. Ja, wieder nachladen. Nee, kein Tarnfeld aktivieren. Jetzt kommen sie nämlich. Und dann gehen wir ganz einfach hin. Und ja, den nehmen wir dann auch gerade mit. Es müsste eigentlich noch einer kommen. Ja, da oben. Oh, da sind noch mehrere. Das ist schlecht. Jetzt kämpfe ich gerade mit meinem Gegner zusammen, denn ich warte jetzt, bis der. Oh, der geht auf mich, der Idiot. Ja, er überlebt natürlich die Shotgun. So, jetzt haben wir ihn aber. Und den haben wir dann doch noch gekriegt, zum Glück. Nimm bitte die Katalysatoren da auf. Hallo. Kuckucks. Geht irgendwie nicht. So, dann gehen wir weiter. Ist doch diese. Naja, egal. So. Hier können wir nicht hoch. Das geht nicht. Also müssen wir hier weiter rennen. Das geht auch nicht. Doch, hier können wir vorbei, oder? Zack. Ja, das hat auch geklappt. Und hier können wir jetzt da durchschleichen. Was mit dem? Stirbt der einfach oder was? So, ne, jetzt ist er tot. Und da hinten ist noch mal einer.
komm her. Vielleicht bringt das was, wenn wir eintreten. Nö. Dadurch sehen wir auch nicht mehr wie vorher. Wow. Aha, jetzt habe ich noch einen Katalysator erhalten. Ausnahmsweise mal. Und wieder welche erhalten. Aha, ging nur, scheinbar nur bei dem einen nicht. So, und das war's mit dem. Ja, das war noch nicht mit dem. So, jetzt ist er aber tot. Und der fällt hier runter und gibt uns seine Nano-Katalysatoren. Okay. Wo geht's jetzt hin? Oh, ne, in den Bus will ich nicht rein. Da laufen wir vorbei. Jo, ziemlich weit dieser Weg hier bis zu diesem Doktor. Aber das hatten wir auch schon auf der Karte am Anfang dieser Mission gesehen, in der Zwischensequenz. Aber ich glaube, ich hatte die Zwischensequenz in der letzten Folge gezeigt. Also ganz... Wie komme ich denn hier weiter? Das geht doch gar nicht. Achso, hier geht's los. Weiter. Okay. What? Verarbeite Aliengewebe. Assimiliere Biocode. Okay. Dann macht das mal, Nanoswit. Assimilation abgeschlossen. Schreibe Tiefschichtenprotokolle neu. Bitte warten. Ja, ich warte ja schon. Anzug Neustart. Okay, so, jetzt sollte das aber wieder gehen. Ja, jetzt geht es auch wieder. Neue Musik freigeschaltet. Ach, wir haben die Mission beendet. Dann gucken wir mal. Prophet, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber das Anzugsignal dreht völlig durch. Chaotische Werte. Ich habe hier Interface-Protokolle über alle Laborsysteme und einige biotechnische Patentunterlagen. Alle mit Hargreaves Namen. Hargreaves, okay. Er hat anscheinend in die tieferen Schichten des Anzugs so eine Art Notfallroutine eingebaut. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich auch nicht. FDR und kommen Sie rauf ins Labor. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bleiben kann. Beeilen Sie sich, Mann. Ich bin doch schon dabei, ey. Ohne Witz. Gut. So, Leute. Jetzt gucke ich mal wieder, ob nach diesem Speichern noch irgendeine Zwischensequenz kommt oder so. Ich gehe schwer davon aus, dass die nicht kommt. Die kam ja letztes Mal auch nicht. Und ja, dann war's das jetzt erstmal wieder mit Let's Play Crisis 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, ich gucke jetzt mal, ob hier noch irgendwas kommt. Verkehrschaos. Nein, kommt nichts. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.